Aha, da schwätzt im Hintergrund, schwätzt da irgendjemand da. Jetzt schieß mal los. Jawollo, hörst du mich jetzt? 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt hier die Präsident McKinley, modifiziert vom Maurer. Jawohl, ich habe jetzt mit Mike eine Stufe mal runtergeregelt. Die macht momentan so um die 29 Watt, laut meinem Schummelmeter hier. Ja, so sieht es jedenfalls aus. Na, und schon war das jetzt mit Echo oder ohne? Weil der Echo habe ich so gut wie nichts gemerkt. Das war jetzt mit. Ich habe ja bloß einen leichten Hall. Ich nehme es mal raus. Moment. Warte mal kurz. Ich muss mal gucken. Warte. So, jetzt habe ich es wieder rausgenommen. Jetzt ist es praktisch normal. Ja, jetzt kann ich es nochmal drin machen. So, jetzt ist es wieder drin. 1, 2, 3. Ja, da merke ich, dass fast ein bisschen dumpfer ist da. Ne? Ja, normalerweise bin ich eigentlich gewöhnt, dass mein Echo etwas heller wird. Naja, aber wie gesagt, hört sich nicht schlecht an. Ich kann den Echo noch mal ein bisschen höher machen, warte. So, jetzt habe ich das Level mal von 5 auf 10 erhöht. Wie ist es jetzt? Es ist noch ein bisschen noch dumpfer. Gehen wir, glaube ich, vom Mikrofon weg. Ja, so, jetzt bin ich ungefähr auf 20 cm. Ah ja, aha. Ja, jetzt ist das Dumpfe weg. Ah ja, das merkt man, sobald du noch näher rangehst, wird es dumpfter. Ne? Oder Tendenz dumpfer. Ne? Also wieder runterregeln. Was, Echo oder was? Ja. Ah, Rotschli, wie weit bist du weg vom Mikrofon? Also 20 cm. Ja, muss man mal einen Vergleich, gehen mal auf 15 cm, dann gehen wir mal auf 10 cm, damit man da ein bisschen einen Vergleich hat. Na, ich mache jetzt mal 30 cm, so, jetzt habe ich 20 cm, ja. Jetzt mache ich mal 10 cm, so, und jetzt hängt er an meinem Mund dran, 1, 2, 3, 4. Na, Rotscherle. Also gehen wir wieder auf 20 cm. Und jetzt bin ich wieder auf 20 cm, normale Lautstärke. Wow, und jetzt gehe ich schon mal auf, noch mal auf 15. Jetzt habe ich 15 cm. Aha, da kommt jetzt ein leichter Touch-Dumpf. Hört sich aber trotzdem gut an. Gehen wir mal, sagen wir auf 17 cm, spaßhalber. Ja gut, okay, man hört, was Sache ist dann. Ne? Jetzt merkt man das, wenn ich es rausnehme? Alles kommt da immer drauf an, wie stark dass du dran bist dann. Ne? Das reagiert auch relativ kräftig drauf. Also zwischen hell und Richtung dumpf. Ne? Aber wie gesagt, insgesamt gesehen ist das, hört sich das sehr gut an. Ja, aber merkt man einen Unterschied zwischen Echo oder eher nicht? Also mit und ohne? Ja, so besonders groß hier merkt man es im Augenblick nicht. Also ganz am Anfang war total anders mit Echo da. Ne? Aber in der Einstellung merkt man es eigentlich nicht so groß. So, pass mal auf, ich mache Echo nochmal rein jetzt. Jetzt habe ich es mal auf 15 gestellt. So, jetzt ist Stufe 15. Was ist jetzt? Ja, wie weit bist du weg vom Mikrofon? Also 20 cm. Aha, weil ich merke, Marco beginnt so gut wie kein Echo. Gut, ich hab kein Delay drin. Warte mal, ich stell's noch höher. So, jetzt habe ich so Stufe 20 gestellt. Kommt jetzt was? Ah ja, aha, jetzt wird's etwas heller. Also hört sich sehr gut an. Jetzt kommen auch die helleren Töne besser mit. 25 Stellen? Ja, schwätz mal länger. 1, 2, 3, wie schon gesagt, jetzt habe ich mit Echo, also keine Echo-Funktion, ich habe den Hall. Du kannst es ja hier rausregeln, das Delay praktisch, also die Wiederholung, die Zeiten vom Echo.
Die ist praktisch bei mir auf 1 oder weiß ich was, 0. Ja, es ist so ein Schussraumklang dabei da, ne? Ja, also wie gesagt, hört sich nicht schlecht an. Dann lass ich's lieber so. Mehr braucht ja auch nicht sein, oder? Nee, nee, das passt doch. Das ist das Original, Mike, ja. Das ist das Original, Mike, jawohl. Ja, da kann man nicht meckern, also das hört sich sehr gut an. Gut, Ende Video. Alles klar.